Guten Morgen, gewogener Betrachter. Ich habe nun bereits gefrühstückt hier im Le Méridien Airport Hotel in Dubai. Das Review ist im Grunde auch schon hochgeladen, aber das kleine Update wollte ich noch geben. Meine Mutmaßung von gestern, dass ich hier eine Gartenterrasse in einem Atrium habe, die hat sich bestätigt. Ich habe also hier so ein kleines bisschen Terrasse mit ein bisschen Stühlen, wie auch die anderen Zimmer, die hier im Erdgeschoss sind. Und im Atrium befindet sich ein Pool hinter dieser Hütte. Ja, und das Ganze ist tatsächlich ein Innenhof mit Palmen. Irgendwelche Vöglein zwitschern hier auch. Naja, für mich wird das jetzt nicht nutzbar werden können, denn wir werden in einer halben Stunde abrücken in Richtung Fujairah. Ja, der nette Sixt-Angestellte hilft uns gerade, das Navi zu programmieren hier in diesem Alfa Romeo Giulia, den wir gekriegt haben. Ist jetzt natürlich auch nicht das Fahrzeug, was wir fürs Wadi gebrauchen könnten. Das wäre eher eins von denen, die hier auch noch so stehen, die dann Offroad-Eigenschaften haben. Aber man nimmt, was man kriegt. Und so bereiten wir uns jetzt vor. Ich sitze schon mal drin. Der alte Getreue wartet noch, bis er seinen Platz am Steuer einnehmen kann, solange der Kollege hier etwas reingibt. Ja, also zum Thema, was das Format Cockpit Talk ausmacht, werde ich nachher auf der Autobahn noch was sagen. Jetzt ist doch ein bisschen Konzentration angesagt. Da wollen wir den verantwortungsbewussten Fahrern nicht zu sehr in ein Gespräch verwickeln. Wir versuchen jetzt die Area des Flughafens zu verlassen, und das erfordert unsere vollste Konzentration. So wie Mike Krüger in einem Song gesungen hat: Will man durchs Moor, muss man sich konzentrieren. Ja, na gut, aber fahrmäßig habe ich jetzt verstanden, ist es ein souveränes Auto, beschleunigt, wenn es das soll. Und bremsen hoffentlich auch, ne? Ja, das wird schon hochgehen. Ja, es quatscht mir dazwischen, merkst du das? Ja, aber hallo. Ja. Na, es hat alle möglichen Assistenzsysteme, auch wenn sie ja vom Bedienkonzept her total ungewohnt sind. Ja, in Ordnung, aber das werden wir in diesen Tagen, glaube ich, erlernen. So, für den gewogenen Betrachter so ein bisschen das Rumgurk-Feeling. Sehr gesprächig, ne? Ja. Ja, während wir fahren, ist hier immer noch da wären wir nicht Freunde, wenn das immer so weitergeht. Ja, ich wollte sagen, das Terminalgebäude, da fahren wir immer noch entlang. Ist ziemlich lang gestreckt hier. Sie sagt Airport Road. Ich verstehe immer Apple Road. Nee, Airport Road ist die Apple Road für mich. Das sieht jetzt gerade aus. Akustisch. Ja, geradeaus. Ja, geradeaus. Das ist doch winzig, ne, dieses Display für diese große Glasplatte da drin. Also wenn wir schon lästern hier auch für den gewogenen Betrachter mal. Da ist hier so eine gewaltige Glasplatte drin. Und dann hat man hier so einen winzigen Monitor dafür. Hast du eigentlich auch Navigationsanweisungen in deinem
deinem Front-Display da am Lenkrad. Ja, so. So. Apple Road. Abbey Road. Airport Road. Ja, das sind da die Tankstellen, die Tankreservoirs zur Betankung der Flugzeuge, würde ich vermuten. Das ständige Wiederholen des Straßennamens ist, glaube ich, auch kein Zusatzgewinn an Informationen. Nee. Keep right, then keep left, Airport Road. Und hier steht ja nirgends, das ist ein Airport Road. Ja, ja. Steht nirgendwo, dass es die Airport Road ist, also könnte es auch die Apple Road sein. So gut, ich gebe jetzt mal einen Augenblick Ruhe, wenn wir dann so auf der Autobahn sind, dann machen wir mal einen Schwatz. Dann hoffen wir auch, dass da nicht so dazwischen gequatscht wird. Ständig. Gut, bis dann. Ihr habt jetzt 500 Mal gesagt, dass wir right und left und left und right und wir fahren immer geradeaus. Ja, interessant, ne? Ja, also das Navi hat schon einmal uns so in die Irre geleitet. Also es hat es schon richtig gemeint, aber wir haben es nicht richtig verstanden. So dass wir jetzt weitergefahren sind, einen U-Turn machen mussten. Was uns aber, auf die Art und Weise entschädigt hat, dass wir ja nochmal einen Flieger. Einen Flieger haben einschweben sehen. Und im Dunst, was wahrscheinlich der gewogene Betrachter nicht sehen wird, auch das größte Gebäude der Welt sehen. Da machen wir nochmal wieder einen U-Turn, oder? Mal gucken. Jetzt sind wir aber gleich auf der richtigen Straße. Oh je. Das ist ein Gegurke erstmal hier raus. Hm? Da bringt es wirklich ein gutes Navi, ne? Ja. Und das hat erstmal keinen guten Einstieg gegeben, muss ich sagen. Mohammed Side Road. Also das Navi ist gut, um Straßennamen zu lernen. Er hat aber gesagt, vor 11 Kilometern. Das ist doch jetzt falsche Richtung, oder sind wir schon in der richtigen Richtung? Eastern Region. Nee, es könnte sein, dass wir richtig sind. Naja, guck dir das mal an, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Spuren, 9 Spuren. Ich habe mich jetzt auch verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich. Anhand der Pfeile da oben sind es 8. Aber jetzt verlieren wir erst mal. Ja. Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Lane-Assistent, ja, der so brummt, ja? Zu spät geblinkt. Er brummt nur. Merkst du was am Lenkrad? Nee. Nee. Ja, mag vielleicht auch Gewöhnungssache sein. Aber ich mag das, wenn er da am Lenkrad so leicht... Ja, ich hatte letztens einen
Tiguan, also der hat mir ein bisschen zu viel dran gedreht. Der war ständig am Gange. Ah. Ständig den Druck gespürt auf Lenker. Ich war ein bisschen übertrieben. Ja, na gut, wir sind jetzt auf der Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Fahren da ein Stückchen, ich melde mich später mit einem Update. Ja, also eben sind wir wieder über eine Autobahn-Spaghetti-Spinne nach rechts in Richtung Osten abgefahren. Al-Daid Road, so habe ich das jetzt auf dem Navi gelesen. Wir haben ja festgestellt, das Navi ist gut fürs zum Straßennamen lernen. So, auf dieser Straße haben wir jetzt irgendwo 41 Kilometer noch vor uns. Können wir vielleicht nochmal auch über andere Dinge schwätzen. Viel Verkehr ist hier, aber ich glaube, wir können so vor uns hindümpeln. Aber mit, ne? Und nur auf irgendwelche unvorsichtigen Spurwechsler achten. Ansonsten können wir so vor uns hinfahren. Ja, das Format des Cockpit Talks, wollte ich nur noch mal sagen, das ist ja eigentlich ein relativ schlichtes Format. Das hat schon eine Nachbearbeitung zwar, aber die beschränkt sich eigentlich darauf, das Material zusammen zu konkatenieren, bestimmte Sachen vielleicht noch mal rauszuschneiden, aber keine Nachvertonung zu machen, den Originalton zu belassen. Und das sind meistens Monologe, meistens meine Monologe oder eben Dialoge, wenn noch jemand neben mir sitzt oder bei mir ist. Sag doch mal was. Was soll ich denn sagen? Ja, ich weiß, was sollst du dazu nur sagen? Schön wie Palmen, guck mal. Ja, siehst du schon, hast du einen Dialog draus gemacht aus meinem Monolog, aber schwankt halt hin und her Dialog. Monolog, das ist die Substanz des Cockpit Talk und der wird auch original belassen und nicht nachmoderiert. Es gibt dann auch kein Wiki-Wissen oder keine anderen Sachen, keinen komplexen Zusammenschnitt in diesem Format. Kostet aber auch Zeit, das zu machen, also das zusammenzuschneiden. Der große Unterschied natürlich zu zum Beispiel den Kanada-Videos, das ist ja nun wirklich eine Nachbearbeitung, die ist exzessiv. Also da kann man echt sagen, für eine Minute Filmmaterial eine Stunde Arbeit, wenn nicht mehr. Heißt also, für so ein 40-Minuten-Filmchen ist eine komplette Arbeitswoche, die ich natürlich nicht am Stück ableisten kann, weil ich ja irgendwo einer normalen Arbeit nachgehen muss. So, anders beim Cockpit Talk, das Material entsteht, dann sichte ich das und entweder ich verwerf's oder ich mache was draus oder aus manchen Clips kann man, den gröbsten Müll rausschneiden und den Rest belassen. Dann noch eine Dudelmusik drüber gelegt und fertig ist das. Das heißt also, ein Cockpit-Talk-Filmchen kostet mich dann vielleicht am Ende auch noch eine Stunde. Aber dann kann es hochgeladen werden. So, das war mein Monolog zum Thema Cockpit-Talk. Noch Fragen, Hauser? Nee. Nein, Kienzle hieß das früher. Kienzle, Hause und Kienzle. Ja, kennst du das noch? Ja, eher nicht. Ne? Ja. Hab ich mal davon gehört. Naja. Gut, ein weiteres Update zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, okay, wir haben es also nach Ortszeit kurz vor 1. Das heißt, wir haben ja eigentlich Zeit. Bisschen. Könnten wir ja mal über die Pläne reden, ob man vor Fujairah, also vor dem Check-in im Novotel, noch irgendwas anstellt. Es geisterte ja schon mal das Stichwort Wadi. Wadi für Anfänger. Gespräch umher, ja, Wadi für Anfänger. Die Betonung liegt tatsächlich auf Anfänger, vor allem wegen dem Fahrzeug, ne? Also es ist gewöhnliche Limousine, Alfa Romeo Giulia, und das hat natürlich jetzt nicht unbedingt die Bodenfreiheit für eine extreme Offroad-Situation, aber ja, wie
Wir haben das jetzt aber quasi schon verbindlich vorgemerkt. Was hast du falsch gemacht? Ach, ich bin schneller als 120. Ah, schneller als 120. Ich gebe Zeichen. Merkt man gar nicht. Naja, gut, also das war die, weißt du, wie das heißt? Nee, weiß ich jetzt nicht. Weißt du jetzt nicht? Nee, ich vergesse. Gut, naja, das müssen wir dann wohl nachreichen. Ja. So, auf dieser Straße sind wir noch 28 Kilometer unterwegs. Das Navi sagt mir tatsächlich, dass wir dann auf einen Kreisverkehr kommen und dreiviertel rum müssen. Hast du dieses Symbol da? Ja, exakt. Ja. Konzert. Jawohl, wir machen jetzt das Konzert. Geschwindigkeitsüberschreitung. Hey. Lane-Assistent hat er jetzt. Hat er gar nichts gemacht. Nicht, ja, Vorführeffekt, ne? Ah, das war. War das gleichzeitig? Wie kann er das? Genau, das war jetzt das Brummgeräusch für unautorisierten Spurwechsel. Ja, eingestaltet habe ich eigentlich jetzt. Kommt hier schon ein Hauch von Wüste. Links und rechts der Straße. Ja, hat sich dran gewöhnt jetzt. Macht nichts mehr. Macht nichts mehr. Stellt sich auf den Fahrer ein. Du hast Freude dran. Und das Fahrzeug schimpft. So, aha, 120, darauf ist es so reingestellt. Von der Authority. So, na gut, die Wüste hat jetzt gerade an der Stelle keinen Fernblick für uns. Oder bietet keinen Fernblick. Ja, wir sprachen gerade darüber, welchen Wert wohl das Radio hier, das Autoradio für uns hat. Musik, die haben wir jetzt schon leise gedreht. Nachrichten bringen uns nicht viel. Und Verkehrsfunkansagen verstehen wir nicht. Und den Wetterbericht, den vermissen wir nicht. Weil wir vermuten, dass der dann stereotyp sagt, heute am Morgen sonnig, mittags wärmer und sonnig und abends sonnig. Und abkühlend. Und abkühlend, ein wenig. Ja, so, von daher haben wir das Radio jetzt auf das notwendige Maximum, sprich auf das Minimum reduziert. Und genießen die Stille. Die Stille des Alfa Romeo. Die immer wieder durchs Auto unterbrochen wird. Ja, ja, durch die. Genau. Da ist er wieder. Durch den Sound. Das, durch das italienische Sounddesign. Ja, hier haben wir so ein bisschen Sandwüste links und rechts der Straße. Und diese Aldaid Road. Da haben wir jetzt nicht mehr ganz 6 Kilometer drauf zu fahren, dann kommt dieser Kreisverkehr, wo es dann bezüglich unserer jetzigen Richtung nach links geht. Schwer zu sagen, ob das, was wir jetzt fahren, da wo mag die Sonne jetzt stehen. Eigentlich haben wir ja Mittag durch, ne? Ist der schon ist so Richtung Osten. Also fahren wir schon Richtung Osten, auch wenn wir da über diesen Kreisverkehr nach links abbiegen, wird das wahrscheinlich die Stoßrichtung Osten bleiben. Ja. Die Wüste ist jetzt natürlich hier nicht so romantisch, wie man sich das nur so vorstellt. Man sieht immer wieder in der Wüste mittendrin irgendwelche Anlagen, Gebäudekomplexe oder wie hier so eine Hochspannungsleitung, die dann übers Land führt. Und was man eben auch sieht, ist, dass am Rande der Straße immer solche Begrünungsaktivitäten
ja, gelaufen sind. Also die Hallen, die hier stehen, die sind bestimmt schon, würde ich mal sagen, ein paar Jahrzehnte alt. Das scheint man hier schon länger zu betreiben, dass man da entlang der Straßen so Grünstreifen versucht zu erhalten, anzulegen und zu erhalten. Ja, dann nähern wir uns unserem Abzweig. Das kommt mir hier auch nicht unbekannt vor. Entweder, weil es überall so aussieht, oder weil wir beim letzten Mal auch so gekommen sind. Na, wahrscheinlich sind wir beim letzten Mal so gekommen. So eine Senke, ne? Die ist sogar relativ zumindest für die Vereinigten Arabischen Emirate gesehen grün, ne? An der Fläche viele Bäume, sozusagen eine Oase, eine grüne Oase. In 800 meters at the roundabout, take the third exit. Wir kommen jetzt in die Stadt. Ja, es ist eine Stadt, aber die sind doch recht grün sogar, ne? So, Achtung, Bumper. Die Ampel hat gelacht, hast du das gesehen? Smiley? Smiley, doch. Ah. Die lachende Ampel von... Wie heißt der Ort? Ich glaube, Aldaid ist das. Aldaid. Ach so, Aldaid Rot war dann also auch die Straße nach Aldaid. Dort ab, okay. So, das ist also das schöne Aldaid. Hier müssen wir jetzt wieder. Take the exit, then right turn ahead. Sonnabend, ne? Die freien Tage sind Freitag und Sonnabend somit, ne? Aber eigentlich ist der Freitag der Freitag, ja, ist heilig. Der heilige freie Tag. In 400 meters, bear right. So, also ist mehr oder weniger heute dann der freie Tag auch für die Einheimischen. Das soll es erstmal vielleicht aus Aldaid gewesen sein. Aber jetzt geht's los. Gerade noch rübergekommen über den Bamber. Ja, das sind diese unzähligen kleinen Lädchen. Ähnlich wie an unserem berühmten Friday Market. Sehen wir ja auch gleich noch. Wird ja alles Mögliche gehandelt. Das ist auch so ein bisschen. Den sehen wir nicht, den sehen wir morgen. Sehen wir nicht, fahren wir nicht. Nee, fahren wir anders jetzt. Ja, wenn du das sagst, aber das ist irgendwie eine Mentalitätsgeschichte, ne? Dass sie das lieben hier in solchen, ja, in solchen kioskartigen Verkaufsläden einzukaufen, statt in irgendwelchen Malls. Ja, gut, jetzt kommen wir so langsam wieder aus der Stadt raus. Aha, die Straße ist auch
Aldehyde East Coast Road. Ah. Aldehyde East Coast Road. Zur East Coast, ja. Und die East Coast, die Ostküste, ist sozusagen die Küste am Golf von Oman. Wäre das eigentlich eine Option, mal in Oman reinzufahren? Oder ist das? Ich weiß nicht, ob man das darf mit dem Leihwagen. Ach so. Privatisch werden. Aber der Oman ist ja eigentlich als eine in dieser Region relativ sichere Geschichte angesehen. Der Herrscher des Omans ist ja vor einiger Zeit gestorben. Ne? Oh, ja. Ja, ich glaube, ich muss da mal recherchieren. Das können wir hier im Cockpit-Talk mal thematisieren. Der ist sozusagen ein regionaler Vermittler und Friedensstifter. Der Oman hat so eine gewisse Neutralität in all diesen in der Region bestehenden Konflikten. Wurde auch so wegen seiner Neutralität als die Schweiz des Nahen Ostens bezeichnet. Speziell auch durch das Charisma dieses Herrschers des Omans. Aber um da weiter zu mutmaßen, da müsste ich mal recherchieren, da können wir nochmal drüber reden. Gut, aber an der Stelle kleiner Break. So, ja, der getreue Mann am Steuer hat empfohlen, den Kreisel noch mal zu erfassen. Warum fahren? Mit dem Springbrunnen. Kannst du so fahren? Haben sich Mühe gegeben, so etwas passiert. Ups. Okay. Aber jetzt geht's weiter in Richtung Ostküste. Wären wir ja schnell da gewesen, aber das ist dieser doppelte U-Turn, ne? Der sieht so aus. Ja, gerade haben wir darüber gesprochen, dass der neue Autobahnabschnitt, der führt uns andersrum. Ja, nach Fujairah. Links vorbei. Turn right. Dass der jetzt etwas weiter ausgebaut ist und möglicherweise wir jetzt drauf geführt werden. Irgendwie fahren wir ganz anders. Das ist doch hier, Turban. Ja, sieht so aus wie die Abfahrt nach Turban. Das wird jetzt mal spannend. Das ist etwas, was war. Aber jetzt sollen wir hier rechts? Grundsätzlich kennen, aber. Aber er leitet uns irgendwo hin. Nach 9,9 Kilometern geht es wieder nach links. Wir machen das mal. Das ist hier aber ja ganz neu alles, oder? Ja. Es sei erwähnt, dass wenn wir. Das ist die Kasse. Das ist recht lang, ja. Interessanterweise. Es sei mal erwähnt, dass wir ansonsten geradeaus weitergefahren wären. Das sind wir nicht, wir sind jetzt hier rechts weg. Also hier ist. Und dort wären wir am Friday Market vorbeigekommen. Jetzt, lassen wir uns mal überraschen, ne? Lassen wir uns mal überraschen, ja. Eigentlich nicht so ganz nachvollziehbar. Nee. Denn wenn das auf diese Autobahn drauf führt, dann aber auf einen gewissen Umweg. Anscheinend kennt das Navi diese neue Autobahn. Da hätten wir schon viel eher raus sein müssen. Ja. Aber dadurch, dass wir eh Zeit haben und sogar über das Wadi sinniert haben, ist es erstmal egal. Gucken wir mal was anderes. Genau. Gucken wir mal etwas, was wir als Steinwüste bezeichnen würden. Also sozusagen hier im Vorgebirgsbereich. Ich stelle mir das persönlich immer so vor, dass wenn dann die vom Meer kommenden auflandischen Winde wehen, wird hier die Erosion, der Sand praktisch vom Wind ausgeweht, weiter in Richtung Westen, dann sammelt sich das in Form von Dünen und da bildet sich dann die Sandwüste. Ist aber nur eine Theorie. Ich habe es mal plausibel zu machen versucht. Eine Gegentheorie gefällig? Ja, von der anderen Küste auch der Wind weht.
Ja, dürfte die Wüste nur in der Mitte sein. Genau, das trifft sich in der Mitte. Na klar, also ein bisschen ist es schon von der meteorologischen Gesamtlage abhängig. Und von dort, wo die Winde im Jahr mehrheitlich wehen, diese Seite, die macht sich dann frei von dem Sand. Im Jahre der Millionen. Im Jahre der Millionen, ja. In den Jahr Millionen, ja. Ja, da sehe ich schon die Bauarbeiter da, aber Kamele, die wir sehen wollten, haben wir noch nicht gehabt. Zweibeinige Kamele. Und da war eine Ziege, da waren Ziegen. Ja, eine Ziege. Boah, wie herrenlos. Denn wie wir wissen, Danny Trejo schneidet seine Ziege selber. Alle, die nicht verstehen, was ich jetzt damit sagen wollte, wir sollten bei YouTube mal nach Danny Trejo schneidet seine Ziege selber suchen und sich dann den Clip angucken. Da waren wieder Ziegen. Die sind relativ unauffällig, ne? Siehst du erst immer so im letzten Blick. Ja. Ich weiß das Navi hier hatte. Na, im Augenblick ist aber schön. Ja, eigentlich ist okay. Ja, im Augenblick ist okay. Als wir da zwischen dem LKW da fuhren zum Steinbruch oder wohin auch immer, das war so ein bisschen. Aber jetzt haben wir hier die Anfänge des Küstengebirges, Steinwüste, relativ leere Straße. Ist okay. Aber die Kamele sind in dieser Steinwüste nicht so sehr zu finden. Ne? Die sind dann tatsächlich eher die Esel und Ziegen. Die sich jetzt aber auch warm machen. Ja. Gut, noch ein kleiner Break. Ja. Mein Lieber, wo fährst du hier lang mit mir? Tja, das wirst du. Kommen schon die ersten Beduinennester. Das ist ja richtig wildromantisch. Ich muss dich loben. Die Musik ist adäquat. Aber der Sender schwindet ja auch in den Bergen. Ja, das ist arabische Romantik. Obacht beim nächsten Bumper. Ja, wenn der gewogene Betrachter dieses Geräusch hört, ist der Lane-Assistent, der uns sagen will, dass wir zu sehr die Spur verlassen. Dann kommt der Bumper. Wir haben deswegen dieses Auto schon den furzenden Italiener getauft. Ups. Ups. Jawohl. Ich hoffe, YouTube macht ja nicht irgendwie eine Lizenzprüfung auf diese Musik und. Ja. Da gibt's auch ein Schild. Ja, Wadi. Wadi's Fani. Wadi's Fani Mamdu. Oh, hier ist ein Ding. Vielleicht das war die, wohin es uns führen wollte. Hat er gesagt, nach links zu dem in das Wadi? Hm? War das jetzt der Wegweiser Wadi nach links? Ja, Wadi nach links. Ja, wir fahren dann, ich wollte es nach hinten. Ja, ich weiß nicht. Wir nehmen unseren Wadi. Wir nehmen uns auch mal. Wenn man noch mal ankommen wollte. Drei Bumper stand jetzt hier. Okay, das war schon. Ist das hier ein Bumper? Oh. Ja, da können wir rufen. Na gut,
break. Welches ist denn jetzt der Second Exit? Was soll dieser sein? Das hat aber... Hat der einen mitbezählt? Nee, das sieht jetzt anders aus. Turn around when possible. Then, at the roundabout, take the first exit. Shake car Lieferdienstwagen Highway. Ja, das geht. Kommt da sicherlich einer? Na gut. Das hat sich nicht. Das war tatsächlich verwirrend, ne? Und da hat der eine Durchfahrt verboten. Aber jetzt kommen wir doch. Ach, jetzt kommen wir doch auf die Autobahn. Ja, jetzt müssen wir gerade ausfahren. In 60 meters at the roundabout, take the first exit. Also im Prinzip hat er gelogen. Das war schon der Second, den du gefahren bist. Ja, aber der andere war Durchfahrt verboten. Also das war jetzt der zweitmögliche eigentlich. Ah, verstehe. Die Logik ist natürlich durchaus nachvollziehbar. Kann man so machen, ne? Ja. Naja, gut. Du hast das mal wie immer mit Bravour gehandelt. Sheikh Khalifa bin Zayed Highway. Das haben wir jetzt gelernt über diese Straße. Hat sie gar nicht gesagt, ne? Oder? Doch. Oder? Hat sie gesagt. Uns ist eben hier auch angezeigt. Sheikh Khalifa bin Zayed Highway. Hätte ich sonst gar nicht wiederholen können. Also von einmal die Ansage hören, das könnte ich mir natürlich bei so komplexen Namen nicht merken. Das Schöne ist, hier darf man rechts im Büro. Mache ich jetzt mal. Bis das Blink kommt. Ja, habe ich aufgepasst. Komm, wir wollen es nochmal hören. Na gut. Nein, es ist nicht nur das, der Furzende, sondern auch noch der quiekende Italiener. Ja, aber das ist zeitmäßig nicht kürzer, oder? Der zeitmäßig auf Moment. War jetzt mal ganz witzig. Das wollen wir mal bei Google Maps nachgucken. Ja. Wie da lang gefahren sind. Eigentlich ist es ja, wenn man das Navi von Google Maps verwendet, ist das in der Regel immer das Bessere. Mhm. Werner sagte mal, als wir da gefahren sind, nach Bayern, das Navi im Auto an und er dann auch auf dem Handy das Navi von Google Maps. Er sprach dann immer vom guten Navi. Das im Auto, das nennt er das schlechte Navi. Dann machen wir das, fahren wir so. Nach dem schlechten Navi oder nach dem guten? Ja, nee, wir fahren so. Wie das gute Navi, so fahren wir dann. Sieht aber ja so aus, als wenn wir trotzdem ankommen würden. Ja, klar. Trotzdem habe ich jetzt die Orientierung verloren. Die Stadt, wo wir da, ja, sag mal, mitten in den Bergen, einmal dann zum Kreisverkehr nochmal so rechts runtergefahren sind, liegt die jetzt schon hinter uns oder liegt die noch vor uns? Oh, jetzt weiß ich nicht, welche du meinst. Jetzt kommt eigentlich nur noch Fujera. Ich meine die Stadt, wo auch die philippinischen Kollegen wohnen. Ach so, ja, das ist hier parallel irgendwo, ne? Das ist eine andere Straße. Ach so, das ist eine andere. Da kommen wir jetzt nicht vorbei. Ach, wenn wir Richtung Dutzend. Also da fahren wir quasi vorbei, oder? Ja. Parallel jetzt. Ja, das ist dann. Fehlt mir jetzt die Orientierung. Dann müssen wir dann quasi wieder zurückfahren. Ne? Wäre das dann auch die Stoßrichtung Richtung Wadi? Ja, das war ja genau da, ne? Ja, hab oder ja, das ist ja dann gut. Das heißt also, dafür, dass wir auf dem Wege ins Wadi abzweigen wollen, sind wir eigentlich falsch gefahren. Ja. Also wie wir gerade geklärt haben, führt dieser Highway stringent nach Fujairah und das, was auf dem Navi angezeigt, das wären 14 Kilometer bis Town Center. Unsere Entscheidung, jetzt erstmal nach Fujairah reinzufahren,
und nach dem Rechten zu sehen. Also vorrangig zu schauen, was Neues entstanden ist, denn Fujairah war ja eine ziemliche Baustelle, als wir das letzte Mal da waren. Und da ist durchaus damit zu rechnen, dass es vielleicht immer noch nach Baustelle aussieht, aber doch einiges dazugekommen ist. Ja, das sind so die letzten Kurven, dann kommt Fujairah in Sicht. Da ist es, das Meer dahinter. Sieht jetzt aus der Entfernung gerade mal so eine kompakte City mit Wolkenkratzern. Und das ist erstmal der typische Anblick. Es gab ja hier am Eingang in die Stadt diesen Berg, den man so peu à peu versucht hat abzutragen. Aber ich glaube, die Reste sind da noch da, ne? Dieser eine Kegel. Gründe für diese Abtrageaktion können zum einen daran liegen, dass eben der Straßenverlauf das erforderlich gemacht hat. Aber wir haben ja immer gemutmaßt, dass es dann auch für ja, die repräsentierende Wirkung der Stadt Fujairah zuträglich wäre, wenn jetzt nicht, wie gerade jetzt passiert, dieser Berg den Blick auf die City versperrt. Wenn er denn weg wäre, hätte man dann die City die ganze Zeit im Blick. Jetzt sehen wir diesen Berg vor uns und dahinter die City. Tja. Gut, naja, ist eine ziemlich smooth Anfahrt. Doch haben wir so ein Stückchen. Es sind noch 5 Kilometer bis dahin. 5,5. Town Center. Ja, Fujairah betrachten wir so als aufstrebende Metropole, die zwar sicherlich nie an Dubai und Abu Dhabi rankommen wird, aber jetzt auch wahrscheinlich verstärkt an Geldsegen des Erdöls partizipiert, weil dieser Ölhafen an Bedeutung erlangt. Der Ölhafen ist sozusagen etwas krisenfester, weil er direkt am Golf von Oman liegt und Tanker, die hier anlanden und anlegen, nicht durch die Straße von Hormuz müssen. Und da in Richtung Hafen waren auch erhebliche Bauarbeiten, oder so gesehen haben. Stehen wir hier an der ersten Ampel nach Fujairah rein. Der Countdown läuft. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Start. Und da drüben sind so merkwürdige historische Bauten auf diesen Hügeln. Wir wissen nicht, was das ist. Vielleicht finden wir das auch irgendwann mal raus. So, jetzt wenden wir aber unseren Blick wieder nach vorn. Auf die City von Fujairah. Hast du einen Plan direkt bis an die Uferstraße? Ja, wir gucken mal, ja. An die Uferstraße einmal auf und ab. Einmal durch. Gut. Wie ist der denn hier so im Verbrauch? Hast du da? Ich habe noch nichts gesehen. Hier. Nicht verstanden noch die. Nee. Hier rechts. Gut. Kann man hier erkennen. Wir sind in der Spur in den Oman. Noch ist eine geradeaus Spur, ja, okay. Ja, spannend wird auch sein, man sieht ja links diesen Airport, wenn der vielleicht tatsächlich mal als regionaler, ziviler Airport eröffnet werden sollte und tatsächlich Flüge bisher anbietet. Aber ich glaube, das kommt für uns zu spät. Ne? Da haben wir ja ziemlich bald den Haken dran. Ja, und dahinter das Meer. Ja, unser Hotel ist auch schon.
Also sichtbar und immer noch da. Immer noch stehen. Das ist wichtig, ja. Na gut, ich lasse die Kamera jetzt laufen, bis die einsame Hochhäuserreihe das Bild ausfüllt. Und dann schauen wir mal. Hier sind wir sonst gefahren, nicht rechts. Also geht schon ein bisschen weiter rein. Ja, okay, also was gerade gesagt wurde, rechts diese einsame Straße. Da sind sogar ein paar Autos drauf unterwegs, da sind wir so früher reingefahren. Da ist jetzt diese zentrale Straße fertig und eröffnet. Aber diese Tiefstraße, die ist scheinbar noch nicht fertig, ne? Nee, da fahren wir nach außen. Fahren wir außen dran vorbei. In 400 meters at the roundabout, take the third exit. Das sieht aber schon wesentlich besser aus hier. Hier vorne jedenfalls. Ja, genau, da sind wir von der Seite aus irgendwie wieder raufgeguckt sonst. Take the third exit. Und jetzt ein Kreis, oder? Jetzt ein Kreisel, ne? Third Exit, wo will die jetzt denn in die Tante? Ach, da geht's nicht weiter. Na gut. Scheiße. Oh Mann, ey. Die graben hier echt alles um. So, sind wir hier. Also, das ist ein Roundabout, ne? Sind wir drin? Ja, hier geradeaus kommst du nicht weiter. Ah ja, gut, aber die nächste, dann werden wir wahrscheinlich. Sie hat jetzt gesagt, die dritte. Die dritte, ja, das war eine andere Moschee lang. Ja, ich halte noch mal hier kurz hier so hoch. Take the exit, rüber. Then you have reached your destination. Hamadbin Abdel Street. You have reached your destination. Hamadbin Matar Street ist das jetzt. Und die Hamad. Müssen wir rechts rein. Ich bin 600 Meter rechts. Wenn das geht, kann man es ja machen. Vielleicht können wir uns dann da wieder hoch. Ja, die zentrale Straße einrunden. Ich gehe mal hier mit der Kamera hier rüber. Für den gewogenen Betrachter. Da entschwindet sozusagen die zentrale Straße. In 200 meters, turn right. Und da kommt. Na, wenn ich denn nicht, ne? Turn right. Da hätten wir doch rein. Doch, es wäre gegangen. Ja, ja. Nimmst du die nächste. Die geht dann vor der Moschee lang. In 200 meters at the roundabout, take the first exit. Center. Ja, das auf dem Bild hier, der Scheich von Fujairah ist. Take the first exit. Das machen wir dann mal. Ja, jetzt fahren wir mal dort. Genau, wir sind ja auch schon mal in der Dämmerung hier von der Moschee lang. Und mal in die Richtung. Moschee, ich führe mal die Kamera mit hier rüber. Ja, gut. Und wieder den Fokus nach vorne. In 200 meters at the roundabout, take the first exit, then right turn ahead. Das wirst du jetzt nicht unbedingt machen, oder? Nach rechts wieder. Take the first exit, then right turn ahead. Ich dachte, wir hätten unser Ziel schon erreicht, oder? Ja, scheinbar ist das Ziel. Ja, nur kurz davor, ne? Mhm. Na, fahr wie du willst, dann machen wir das Navi aus. Ja, vielleicht kannst du das ja irgendwie abbrechen. Ich versuch's mal. Take the first exit, then bear right. A little hard road, then. In 500 meters, you have reached your destination. So, jetzt kommt der nächste große Kreisel. Sieh, was da von der nächste große Kreisel in Form eines Ovals. Oh,
Ohne Blinken kein genehmigter Spurwechsel. Boah, also das ist ja jetzt auch. Das kennt man ja gar nicht. Da hinten ist Gebäude, kennen wir auch. Straße. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ein großer Schutthaufen ist das geworden.